eine neue Woche beginnt. Und letzte Woche habe ich ganz brav meine Showreels, Setcards und Schreiben über die ganze Stadt gespammt. Man hat mir jetzt auch mittlerweile gesagt, dass das hier eine Bearbeitungszeit von 2 bis 4 Wochen hat, bis man überhaupt mal eine Antwort bekommt. Das heißt, es ist jetzt nicht unmittelbar direkt diese Woche schon mit euphorischen Anrufen von Leuten zu rechnen, die unbedingt mit mir arbeiten wollen. Das ist aber auch ganz okay so, weil ich habe bisher überall eine ganz kleine, unbedeutende Tatsache unterschlagen. Und zwar, ich habe noch gar kein Arbeitsvisum. Ich habe zwar ein Visum, um mich hier aufzuhalten, aber ich darf kein Geld verdienen. Temporär im Moment kein Problem, aber das soll sich ja bald ändern. Und ich dachte, ich mache das dann schon irgendwie, wenn ich dann hier bin und irgendwie, wenn es dann soweit ist. Aber Fakt ist, das funktioniert hier so nicht. Du musst eigentlich, ist das Erste, was du gefragt hast, naja, wenn du auf ein großes Casting eingeladen bist, ob du ein Visum hast, ob du arbeiten darfst. Und nein, habe ich im Moment nicht. Das heißt, das ist jetzt das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass ich mir dieses Visum besorge. Und ja, so schwer kann das jetzt nicht sein. Machen wir jetzt mal. Jetzt so war, aber meine war wirklich unfassbar abwechslungsreich. Also ich habe so viele verschiedene Dinge gemacht, ich muss gleich gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Ich habe telefoniert, Dinge aufgeschrieben, telefoniert, ab und zu habe ich telefoniert und telefoniert habe ich noch ein bisschen mit Leuten und Warteschleifen und dann wieder Leuten, aber die waren auch nur dafür da, um einen wieder in die Warteschleife zu legen und ja, dann habe ich noch ein bisschen telefoniert halt. Und am Schluss dieser 3 Tage habe ich jetzt gerade eben beschlossen, dass ich Louis und mir für den Rest der Woche freigebe von diesem Irrsinn. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich wäre es gar nicht so abwegig, wenn man doch jetzt in Los Angeles wohnt, sich Los Angeles auch mal anzugucken. Und deswegen fahren Louis und ich morgen mit 2 deutschen Freunden von uns zum Venice Beach. Ich war da schon mal kurz und mir hat es unheimlich gut gefallen, aber morgen gucken wir uns das Ganze richtig an. Und es soll ganz tolles Wetter werden. Und ich glaube, es schadet nicht, die Warteschleifen der gesamten Vereinigten Staaten mal kurz gegen den Strand zu tauschen. Das wäre wahrscheinlich gut für die allgemeine Haltung zu dem Ganzen. Thank you.
Louis Babysitterin ein. Wir haben eine ganz tolle gefunden über die katholische Kirche hier. Der ist ja ganz arg mit Kirche und Community und so. Und da habe ich mal gefragt und da haben wir eine bezaubernde Dame gefunden, die ist wirklich toll. Und das heißt für mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, mir ab und zu mal 2-3 Stunden Mummy Break zu nehmen. Und heute ist ein guter Tag für Mummy Break. Und jetzt fahre ich mal los und gucke mir mal hier so das LA-Nachtleben an. Weil, so sehr ich meinen Sohn liebe, ich glaube, es manchmal ganz gesund ist, sich mit anderen Erwachsenen zu unterhalten. Denn das Einzige, was ich von ihm immer so als Antwort bekomme, ist entweder ba, ba, ba. Und wenn er ganz gut drauf ist, vielleicht noch brr, brr, brr. Das ist ganz neu. Aber ich habe gemerkt, das fordert mich jetzt nicht komplett. Deswegen freue ich mich und hoffe, ich lerne einen Haufen neue Leute kennen und nette Leute und fange an, Freunde zu finden. Na, es wird gut. Am Sonntag. Es ist das Ende unserer freien Tage ohne Arbeit und ohne irgendwelche Telefonate und Warteschleifen. Und ich dachte, ich nehme das Video jetzt mal, um ein ganz offensichtliches Versäumnis nachzuholen. Mir haben nämlich ganz viele Zuschauer von den Videotagebüchern mitgeteilt, dass es ständig um die Setcard geht und keiner jemals die Setcard gesehen hat. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Deswegen jetzt. So sieht eine Setcard aus, zumindest meine. Vorderseite, das nennt man Actress Headshot. Da sucht man sich ein Bild aus, das hoffentlich sehr viel Ausdruck im Gesicht hat und irgendwie die Besonderheiten zusammenfasst. Das sind halt bei mir meine Tattoos. So ist es halt, das ist im Moment noch das Einzige, was mich hier von vielen unterscheidet. Und auf der Rückseite gibt es dann noch kleine Bilder. Da muss man Nahaufnahmen vom Gesicht haben, einen Full-Body-Shot, wie es so heißt. Und hier sind die Details, sowas wie Augenfarbe, Haarfarbe, Größe, Gewicht. Und hier ist dann die Auflistung der Filmszenen, die man auf seinem Showreel, auf seinem Band hat. Und unten, wo man Schauspiel studiert oder gelernt hat. Und hier Special Skills, sowas wie Pferd reiten, Skifahren, Tauchen, Schnorcheln, keine Ahnung, was man halt so kann. So, ja, die letzten Tage waren schön, wir waren am Strand, ich habe viel gegessen, sehr viel, wir sind viel faul rumgesessen, ich war feiern und das fand ich auch alles ganz toll und hatte auch gar kein schlechtes Gewissen bis vor 20 Minuten, als ich runterging und den hässlichen Briefkasten an diesem sehr hässlichen Haus aufmachte und darin war eine Einladung. Eine der Agenturen, bei denen ich mich beworben habe, hat mir eine Einladung geschickt, weil sie ganz zufällig nächsten Mittwoch ein PR-Event hier haben mit ganz viel Presse und Zeug und ich soll da vorbeikommen und mich persönlich mal vorstellen und einfach mal, damit sie sich einen Eindruck machen können, wie ich so bin. Wie ich so bin, ist jetzt aber dank der letzten paar Tage vor allem ein bisschen schwabbelig und übergewichtig, weil ich nur rumhing und gegessen habe. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt fühle ich mich wie eine ziemlich faule Socke und wieso habe ich auch noch keins und ja. Und ein bisschen aufgeregt bin ich auch, weil das wird meine allererste ganz offizielle PR-Veranstaltung hier mit Presse und Zeug und kein Schwein wird sich für mich interessieren, weil mich keine Sau kennt und jetzt weiß ich auch nicht so richtig. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß ja noch nicht, wie das Game hier so funktioniert. Aber ich werde es euch ja dann nächste Woche erzählen. Man darf gespannt sein. Vor allem ich auch sehr gespannt.